Als ich noch ein bisschen kleiner war, war ich in einer Voltigiergruppe. Und ja, ich würde sagen, das zählt zu einem meiner wertvollsten Kindheitserinnerungen, weil ja, diese Turnierbesuche und Voltigiercamps und so, das war einfach total toll. Da hat man so viel gelernt. Und jetzt hatte ich als erstes mal im Reitunterricht. Und dann später auch noch mit meiner Ausbildung zur Reitpädagogin die Möglichkeit, endlich mal wieder zu voltigieren. Und ja, ich bin immer noch total begeistert. Es hat so viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich demnächst auch mal wieder die Möglichkeit dazu habe. Ja, wie man sieht, habe ich nicht die richtige Ausrüstung und Körperspannung wie damals als Kind, aber ja, hier sieht man mich auf einem richtigen Voltigierpferd von einem Verein, auf dem wir die Übungen ausprobieren konnten. Wir haben das im Seminar gemacht, weil wenn wir mal halt Voltigieren anbieten wollen, muss man ja wissen, was das für Kraft kostet, ob Kinder das machen können und so. Und ich finde es für mich auch einfach toll zu sehen, was ich von damals noch kann und ja. Es hat einfach immer noch total viel Spaß gemacht. Ja, hier ist es ein Umsteiger. Da tut man als erstes auf den Pferdehals und dann vom Hals wieder zurück. Was ziemlich viel Gehirntraining, würde ich sagen, kostet. Also man muss schon ein bisschen umdenken. Wo kommt das Bein hin, wo kommen die Arme hin und so. Und dann habe ich so eine Art Purzelbaum gemacht, was auch total lustig war eigentlich. Also ja, ich finde Voltigieren einfach ein total toller Sport. Zusammen mit dem Pferd und den ganzen Körper trainieren und so. Ich würde es auch jedem empfehlen, der die Möglichkeit dazu hat, das auszuprobieren und ja. Also ich habe auch vor, mal meine Kinder zum Voltigieren zu schicken, weil es ist echt ein toller Sport, wie ich immer wieder gerne betone. Ja, man lernt seinen Körper und das Pferd auch noch mal ganz anders kennen. Und das ist auch auf jeden Fall viel anstrengender als normales Reiten. Ich hatte eine ganze Woche lang Muskelkater. Also, ja, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Aber ja, ich würde, also für die, die das ausprobieren wollen, würde ich das FN-Buch für Voltigieren empfehlen. Die Aufnahmen und die Bilder in dem Video waren jetzt Aber sie schwitzt auch. nicht so gut, weil meistens mit Handy oder alt und so. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und erzählt mir doch, ob ihr auch schon mal voltigiert seid oder ja, was ihr über das Video denkt. Und ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Tschüss!